Damit rechnest du nicht. In dieser Legung wirst du erfahren, womit du nicht rechnest, was vielleicht für dich nicht sichtbar ist, jetzt momentan noch nicht. Ich schicke dir sonnige Grüße. Es freut mich sehr, dass du jetzt hier bei mir bist, dass du zu mir gefunden hast, dass du diese Legung gefunden hast. Und ich mische jetzt für dich die Karten und schau bitte, inwieweit du in Resonanz gehen kannst, denn es ist eine allgemeine Legung. Womit rechnest du nicht? So, damit rechnest du nicht. Das ist vor dir vielleicht in irgendeiner Form sozusagen verborgen, ja? Und ich habe hier für dich den Hierophanten, das Gericht zusammen mit den Sieben der Stäbe, den Magier, und das lasse ich erstmal zugedeckt, weil hier liegt schon so viel auf dem Tisch. Der Hierophant, was hat das Ganze hier auf sich? Warum ist der Hierophant hier? Das ist etwas Wichtiges. Also der Hierophant, der zeigt hier etwas sehr, sehr, sehr Wichtiges. Und damit rechnest du nicht, mit den Zehn der Stäbe und mit dem König der Münzen, dass es doch gehen wird. Also damit rechnest du nicht. Das ist eine sehr wichtige Angelegenheit in deinem Leben. Könnte alles sein, aber es ist für dich von Bedeutung. Vielleicht ist es auch essentiell für dein Leben oder vielleicht allgemein auf alles bezogen, kann aber speziell eine ganz bestimmte Situation sein. Sie ist dir sehr, sehr wichtig. Davon hängt zum Beispiel sehr viel ab. Vielleicht auch alles hängt davon ab. Ja, das ist für jeden ein bisschen unterschiedlich, weil das eine allgemeine Legung ist, aber es ist von großer, großer Bedeutung und es steckt ein Sinn dahinter, soll ich dir sagen. Es ist genau so, wie es sein soll. Ja, anders, wenn es anders wäre, wäre es nicht gut oder nicht für dich. Und ich sag dir hier, dass die Karten zeigen, dass das machbar ist, obwohl es vielleicht momentan als nicht machbar erscheint oder sehr schwierig. Wie soll ich damit klarkommen? Wie soll ich das anfangen? Wie soll ich das vielleicht auch hier weitermachen, wenn du schon mittendrin steckst, ja? Wenn du dir Mühe gibst, wenn du dich da vertiefst in die Materie, wenn du da mitmachst, wenn du dich anstrengst, wenn du alles Mögliche ja in Bewegung setzt zum Beispiel, ja, da ist ein bisschen Anstrengung erforderlich, dann wird's klappen. Dann bekommt das Ganze die Gestalt, die Form, die du haben willst mit dem König der Münzen. Dann wirst du hier energetisch in dieser Angelegenheit zum König der Münzen, ja, dann wirst du hier jemand zum Beispiel sein, der, ja, ich sag mal, Erfolg im Beruf hat, der zum Beispiel viel Geld hat, der alles kontrolliert, der alles vielleicht nicht kontrolliert, aber so unter Kontrolle hat, also man weiß, wo man steht, was man machen muss, was man geschafft hat, ja, man ist nicht irgendwie verloren, ja, sondern hat hier alles im Griff, so, nicht Kontrolle, sondern im Griff haben, alles im Griff haben. Und ich habe hier jemanden, der sehr erfolgreich ist, ja, also das wird von Erfolg gekrönt sein, wenn du die nötige Anstrengung unternimmst, damit das hier irgendwie vorangetrieben wird oder angefangen wird. Das ist, wie gesagt, für jeden unterschiedlich. Die Zehn der Stäbe, ja, das ist hier eine Angelegenheit, die vielleicht, wo auch andere Menschen irgendwo davon abhängen oder mit mittendrin, ja, mit dir da stecken, kann sein. Ich habe hier so ein kleines Wesen, das guckt zu dir. Und so nach dem Motto, was soll ich jetzt machen? Und du denkst dir, ja, weiß ich auch nicht, ja.
Du wirst es wissen, ja? Ich sollte sagen, du wirst es wissen, was zu tun ist. Momentan ist vielleicht bei dir sogar so eine Ratlosigkeit, ja? Du wirst ganz automatisch wissen, was zu tun ist oder sogar von alleine anfangen. Du wirst dich auf einmal in so einer Situation wiederfinden, wo dir vielleicht aber auch gezeigt wird, ja, was du tun sollst. Oder du wirst so eine Eingebung haben. Irgendwie bekomme ich hier auch mit den Hierophanten hier, ja, und mit dem Auge hier oben. Also es könnte sein, dass von oben dir das sozusagen in Anführungsstrichen eingeflüstert wird, was du tun sollst, wie du dich verhalten sollst, welche nächsten Schritte du unternehmen musst, kannst, ja. Ich habe das hier, das liegt hier sehr erfolgreich mit dem König der Münzen. Du glaubst, dieses Gesicht, ja, das spricht hier Bände, so ein bisschen erschrocken, verzweifelt, kann natürlich auch so sein, dass du das momentan in deinem Inneren zumindest in irgendeiner Form bist, ja. Aber schau, du wirst hier zu diesem König der Münzen werden in dieser Angelegenheit. Jemand, der auch stolz sein kann auf sich selbst oder was man geschafft hat oder vielleicht nicht stolz, aber zufrieden, bestärkt, ja. Ich habe hier jemanden, der bestärkt ist, der weiß, ach so, okay, ich bin dazu fähig, also auch selbstbewusst. Und das kann sogar so sein, dass du andere dann mitziehen wirst oder anleiten wirst. Kann auch so in diese Richtung dann später gehen, ja? In diese Angelegenheit. Also so schlimm, wie das momentan aussieht, wird es nicht werden. Also das wird nicht so bleiben. Das wird anders werden. Aber ich habe hier nicht sowas wie, dass auf einmal durch ein Wunder. Nee, habe ich nicht. Ich habe hier durch eigene Kraft auch eigene Gedanken, die dann umgesetzt werden, ja. Weil es ist machbar, wird mir hier angezeigt. Manchmal ist es so, man steht davor und, oh mein Gott, was soll ich denn machen? Und dann, wenn man anfängt, dann bemerkt man, ah, okay, ja, das geht doch, ja. Sowas sehe ich hier. Und am Ende wartet auf dich Erfolg in irgendeiner Form oder Zufriedenheit oder halt ja so eine Sicherheit wartet dann in dieser Angelegenheit, ja. Bei jedem ist es etwas anderes, was ich hier so sehe. Dann habe ich hier für dich das Gericht und die 7 der Stäbe. Ja, du, also womit du nicht rechnest, ja. Was siehst du nicht kommen? Ich habe hier, dass eine Situation blockiert wird oder dass du diese Situation blockierst. Der Weg ist frei. Da gibt es kein Hindernis. Aber du stellst dir vor, dass da ein Hindernis ist, dass da irgendetwas Widriges sein könnte, dass da irgendeine Mauer sein könnte, dass dir jemand was Böses möchte. Ich habe das hier nicht. Ich habe das hier, falls das mal so war, dann hier hat sich das aufgelöst. Ich habe hier eine Blockade, eine Schwierigkeit, irgend so ein fieser Mensch oder so, ja. Das hat sich hier aufgelöst oder wird sich auflösen. Ja, wird einfach verschwinden in irgendeiner Form. Aber du, ich bekomme das hier so, dass du dem Ganzen nicht traust, nicht glaubst, dass du trotzdem vorsichtig bist, dass du trotzdem dich nicht traust, dich frei zu entfalten. Der schwere Stein wird oder ist schon weg. Ich habe hier so ins Leben gerufen werden. Du bist, du wurdest, ich oder wirst, ja, dich wie neugeboren fühlen oder Umstände um dich herum vorfinden, wie alles, also ja, wie neu, wie von den Toten auferstanden. Sowas habe ich hier, ja, mit dem Gericht. Und das Einzige, was du hier machen kannst, ja, einfach aufstehen und gehen und machen und dich engagieren und was damit machen. Ich habe das eher aber bei einigen so, dass man dazu tendiert, in diesen sich nicht bewegen können, obwohl man jetzt frei ist, trotzdem weiter sich nicht bewegen.
weil das schon vielleicht so lange war. Ich spreche hier in Bildern, ja, mit diesem nicht bewegen können. Also bei vielen Karten ist es hier so, als würde man aus der Erde befreit werden, aus einem, ja, als würde man in so einem vielleicht auch Käfig eingesperrt sein, irgendwo so eingesperrt, und man war sehr lange da eingesperrt und jetzt ist der Käfig aber weg, jetzt ist der schwere Stein verschwunden, aber man ist trotzdem irgendwie daran gewöhnt, dass es so ist, ja, und man sieht es vielleicht nicht, deswegen bist du jetzt hier bei dieser Legung, damit du das jetzt siehst, okay, der Käfig ist weg, der schwere Stein ist verschwunden, du bist nicht mehr irgendwie eingesperrt, sagen wir mal so, sondern du bist frei, du kannst dich entfalten in jede Richtung, in die du dich entfalten möchtest. Das soll ich dir jetzt sagen, ja? Also diese Blockade ist weg oder die wird jetzt weg sein. Und hier ist es so, das wird einfach so sein. Da musst du nichts machen, ja? Ich werde hier noch eine Karte dazu nehmen, weil das ist hier sehr interessant. Das ist hier nämlich so eine Befreiung, Befreiungsakt für dich von dieser Blockade, von diesen widrigen Umständen oder Menschen, die dir im Weg stehen. Vielleicht stehst du dir aber jetzt auch selber im Weg. Das kann so sein, ja, dass du dir selber mit deinen Überzeugungen, weil du siehst es ja direkt vor dir oder du wirst es direkt vor dir sehen, aber irgendwo kommt es bei dir nicht an, ja. Aber ich werde hier noch eine Karte dazu nehmen. Also bei vielen ist es jetzt so, soll ich sagen, es ist alles möglich, weil die Blockade weg ist. Was willst du jetzt machen? Überleg es dir und dann mach das. Ja, sieht super aus. Wow, super aus. Ja, fantastisch. Die 2 der Münzen, die 8 der Stäbe und die 9 der Münzen. Dich erwarten auch, dadurch, dass es jetzt weg ist, gute Neuigkeiten. Du kannst mit vielen Möglichkeiten spielen, zumindest mit 2. Du kannst hier locker leicht jetzt durchs Leben gehen. So ein bisschen Narrenfreiheit hast du hier, soll ich dir nochmal sagen. Alles ist hier möglich. Du kannst hier ein bisschen ausprobieren, da ein bisschen ausprobieren. Du musst dich nicht sofort festlegen. Das ist hier wie so ein Spielplatz für dich. Ja, momentan ist es so oder wird jetzt so sein, dass das wie ein Spielplatz für dich ist. Du kannst einfach so ein bisschen abchecken, ja, ausprobieren, was liegt dir mehr, was möchtest du, vielleicht hier, vielleicht da, vielleicht auch ganz woanders, ja. Das soll ich dir hier sagen, der Weg ist frei, der Weg ist frei, wird frei gemacht werden hier. Total. Und da kommt was, du kannst viel schnell erreichen, da kommt was auf dich zu, gute Neuigkeiten, vielleicht aber auch hier eine neue Begegnung habe ich für einige, eine Begegnung mit jemandem Neuen. Wenn, dann ist es komplett etwas Neues, ja? Und das kleine Glück liegt dabei. Oder Kommunikation, die sehr intensiv und stark sein wird. Und zwar gegenseitig, ja? Und bei einigen kommt sogar ein Treffen dabei raus, sogar vielleicht mehrere Treffen immer wieder. Das ist bei jedem so ein bisschen unterschiedlich. Du wirst sehr zufrieden sein. Du kannst, ich soll jemandem sagen, du kannst das auch alles alleine. Ja, das zieht sich hier so ein bisschen fort, dass du hier in deine Kraft kommst, dass du hier dir selber dann auch vertrauen wirst. In deine Fähigkeiten, in dein Können. Und das kann auch bei vielen sehr, sehr schnell passieren, dass du auf einmal merkst, wow, also ich bin so stark, Wahnsinn, ja. Und das können auch die Pfeile der Liebe sein, die bei dir ankommen, weil du Single bist, ja. Da kannst du hier viele Möglichkeiten haben, einige Möglichkeiten, wenn du Single bist. Dann hast du hier die Möglichkeit ja der Wahl, oder du kannst dich auch mit mehreren gleichzeitig beschäftigen. Ja, sowas habe ich hier auch. Ja. Und ja,
Also sieht gut aus. Aber dieses, das muss noch, ich habe hier für einige so, das muss noch so Klick machen. Ja, das, und das wird auch Klick machen und dann geht es los für dich. Der Weg ist frei und da kommt so viel rein und dann kannst du auch darauf reagieren. Und das wird alles ziemlich positiv und gut sich entwickeln und du kannst es alles gut gestalten. Ja, und die andere Seite oder die anderen Seiten, weil das können auch mehrere Sachen sein, die sind dir wohlgesonnen, die sind auch für dich da, die werden dich da unterstützen, die werden mitmachen. Ja, ich habe hier nicht, dass du so zum Beispiel im Stich gelassen wirst oder diese Anfeindungen in irgendeiner Form oder Hindernisse oder Blockaden da nochmal in dieser Hinsicht hier kommen, habe ich nicht. Das ist alles frei und fließt und zwar sehr, sehr schnell. Vielleicht hast du dich hier in dieser Schlafphase schon sehr lange befunden und deswegen muss es jetzt schnell gehen, ja, weil hier so viel Zeit schon vergangen ist. Das ist auch für einige, habe ich hier sowas. Gut, dann nehme ich noch den Magier. Das ist ein Wunsch wird wahr. Ein Wunsch wird wahr. Was für ein Wunsch? Da kommt etwas auf dich zu oder da kommt jemand auf dich zu. Also das, was du dir gewünscht hast, das kommt zu dir, das wird dir angeboten werden, das wird dir zu Füßen gelegt werden. Du musst nichts machen. Ja, das kann also wie eine Art Geschenk dir vorkommen. Ich habe hier die Münze, die dir gegeben wird. Das kann zum Beispiel dir könnte eine Möglichkeit angeboten werden, eine Chance. Aber da musst du nicht danach suchen, sondern das wird automatisch, das wird dich finden, das wird zu dir kommen. Ja, das passiert irgendwie so automatisch, weil du dir das gewünscht hast. Jemand könnte dir etwas geben. Jemand könnte dir sogar Geld geben. Ich weiß nicht. Ja, vielleicht resoniert das mit irgendjemanden. Also ich habe hier ein Geldgeschenk, ja, oder vielleicht etwas Materielles. Also du brauchst zum Beispiel eine neue Waschmaschine und du wirst eine bekommen, einfach so, ja, ohne sie kaufen zu müssen. Also das sind alles nur so Beispiele, ja, das muss nicht wirklich eine Waschmaschine sein, aber so in diese Art, in diese Richtung, ja, geht das Ganze. Das ist hier etwas, was einfach, ja, bei einigen sogar sehe ich hier sowas wie auf dem Silbertablett präsentiert, direkt vor dir. Hier hast du das. Ja, und dann liegt es natürlich an dir, die Hand auszustrecken und dir das zu nehmen, weil das wird dir ja gegeben werden. Und das ist etwas, was du gut nutzen kannst, benutzen kannst, was gut für dich ist, was für mehr Stabilität in deinem Leben sorgen wird, in irgendeiner Form Stabilität, was für dich sozusagen sowas ist wie, ich bekomme das und dann habe ich mehr in meinem Leben. Ich habe was davon, ja? So in diese Richtung geht es. Und du hast es dir gewünscht und das wird geliefert. Jetzt vielleicht noch eine Orakelkarte. Damit rechnest du nicht. Ja, du rechnest nicht, dass der Wunsch sich erfüllt. Wird sich aber. Damit rechnest du nicht. Das ist nicht so, dass du damit nicht rechnest, aber ich glaube hier, dass du das nicht glaubst, ja, dass du für dich selber genug sein kannst, dass du so wie du bist genug bist, dass du so wie du bist gut bist. Ich habe hier jemanden auch, der sehr empathisch ist. Du bist empathisch, du bist einfühlsam vielleicht oder sensibel oder alles zusammen, ja? Und das macht dich empathisch. Du kannst dich vielleicht in andere reinversetzen. Du kannst vielleicht auch die Gefühle der anderen fühlen. Oder manchmal denkst du dir, ach Quatsch, das ist. Nee, das ist wirklich so. Die Karte zeigt das hier. Und ich soll dir sagen, dass du dich selber gut behandeln sollst. Ja, sei nett zu dir. Das soll ich dir sagen. Und jetzt habe ich hier noch die zwei Karten. Das Ass der Stäbe und die Acht der Münzen. Also wenn du jetzt ein Projekt anfangen möchtest, wenn du irgendetwas anfangen willst,
Ich habe auch sowas wie, wenn nicht, dann kommt eine Möglichkeit, eine Chance dazu, die erste Schritte in eine bestimmte Richtung zu machen. Und das sind aber erstmal erste Schritte. Aber ich soll dir hier sagen, dass du dich da komplett entfalten kannst, dass du da irgendwie aufgehen wirst, dass du, wenn du dich da vertiefst, ja, dass du, wenn du darin aufgehst, wenn du dich damit beschäftigst, und das wird alles super leicht und easy dann für dich sein, dass du sehr viel dafür bekommen wirst. Es könnte eine Idee kommen bei dir. Du könntest schon eine Idee haben oder du wirst eine Idee haben, weil ich habe hier das Ast der Stäbe. Und wenn du diese Idee verfolgst, wenn du diese Chance, das kann auch irgendwie so, ja, eine Möglichkeit, du wirst es so sehen, ach, ich könnte das, wenn du das magst. Und das hat irgendetwas mit Kreativität zu tun, mit deiner inneren Entfaltung auch, ja. Wenn du das verfolgst, wenn du das machst, dann wird sich das sehr gut entwickeln und du wirst auch dafür belohnt werden, entlohnt werden, vielleicht auch bezahlt werden, ja. Also wenn da so eine Idee kommt oder wenn du so eine Eingebung vielleicht auch hast, also da wirst du, da wird auf dich der Funke überspringen. Ja, da kannst du dich ruhig damit beschäftigen, weil da ist etwas Gutes dabei drin, ja. Das soll ich dir jetzt zum Schluss sagen. Ich bin jetzt am Ende dieser Legung, bedanke mich bei dir ganz, ganz herzlich, dass du hier bei mir warst. Wünsche dir einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine wundervolle kommende Zeit. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Namaste.